Und ihre Extreme. Oh, oh, guck mal, warum du, Junge. Hoppala. Du tot. Wieso? Hey, hinter dir, pass auf, hinter dir. Blutst du oder sowas? Nee, nee. Okay. Jetzt noch irgendwelche Überraschungen auf der Wiese. Du musst auch noch einer zum Endgräten. Ich entgräte. Zweimal mobiles Fest. Und hier liegt immer einer zum Entgräten. Ja? Ah. Noch einmal mobiles Fett. Oh, ich hör dabei, das schmatzt und macht, ich hör dabei gern zu. Bleh. Vis-à-vis hätten wir Blei. Blei? Na sowas. Welch seltenes Gut. Ja, ja. So. Hä? Mark hat ein Borstier erlegt. Jo. Er schlitzt so. Hat ein Schwein geschlitzt. Jetzt schlitzt das. Ja, du bist richtig ein Schlitzer, du. Gammliche Rippe an Gedärm. Lecker. Ja, ich steh drauf. Meine sind sowieso nicht die saubersten Viecher und dann hier in dieser Umgebung so mit Nugular und so. Mm. Gut, dass du es gefunden hast. Wir hatten lange kein Blei. Ja, ne? Dass hier und da immer mal wieder ein Blei findest. Und Vogelnester. Ohne die Vogelnester könnte ich voll nicht. Kann ich das eigentlich bei der Ranch nicht so machen wie beim Auto, dass ich die Ranch so an so ein Zombie-Gesicht ansetze? Weißt du, immer so... Knack. Da unten ist ein Holzkohle-Boschi. Ja, ja, lass den Holzkohle-Boschi sein. Okay. Gegend hier ist so richtig abartig, oder? Noch ein Holzkohle-Bursche rechts, pass auf. Das ist eindeutig Mordor. Mordor oder Ascheland? Ja. Das Schiff, pass auf, da rennt schon wieder so ein Kribbel zu. Dann machen wir ihn halt weg. Den machen wir weg. Der so lieb fahren. Na hoppala! Der ist ja gefallen wie eine faule Pleime. Einmal also, mobiles Fett. Was? Nee, aus dem verkohlten Typen kommt Fett raus. Ja, nee! Zweimal mobiles Fett. Ist klar. Ich schätze mal, das ist Kohle. So, dann nehm ich das doch mal volle Bude mit hier. Dig it. Dig it, baby. Dig it. Hier. Ah, da vorne ist die Kiste. Fertig. Ja, das ist auch saugünstig geborgt hier.
Ja, das Sub liegt gerade. Hier Iron Glows Schematex. Hast du? Ja, hat er. Hab ich. Iron Clovis. Hier in dem Boschi ist noch was drin. Im Boschi? Da ist auch Boschi. Und hier sind noch Rohre drin. Na hier, Boschi. Ach, tatsächlich, da liegt einer. Da liegt einer, das glaubst du nicht. Papier. Paper. Other. The paper. So, dann können wir eigentlich im Prinzip... Eigentlich im Prinzip können wir. Ja, blöd, von der Seite faucht, wird erschossen. Yeah, level up. Das war ja gerade, das war ein Double Shot in his face, oder? Der hat noch Zeug einstecken. Das nehme ich mal mit. Nehmen. Irgendwas taucht durchs undichte Gestrüpp, durchs dichte Dickicht, oder wie man das nennt. Ich weiß bloß nicht, was es ist. Woher es kommt. Riecht, wo es wohnt, wie es heißt. Ach, da ist er. Ach, Junge. Au! Gucken. Ach, Kacke, da muss da aufpassen. Ey, Mark. Jo, in die... Diese Dinger hier. Jo. Ganz böses Pull. Ganz böses Pull. Ich dachte, das wüsstest du. Nee, ich bin in Asche Land hier noch nie so viel rumgelaufen. Und vor allen Dingen nie in solche komischen Hölzer getreten. Aber ich glaube, wo ich hier so konquert habe mal vor einer ganzen und überhaupt, da war das noch nie aktiv mit diesem bündig Ankohlenzeug. Okay. Ach so, Holzkohle, na? Scheiße, ich habe eine Feueraxt dabei. Oh, habe ich. Das kann ich produzieren. Ich glaube, da kommt Kohle raus. Nee? Nee, Holz. Holz. Gut. Doch, da kam was mit raus. Jo, stimmt, da hast du nie ganz unrecht. Das ist aber keine Holzkohle mehr, da kommt direkt Kohle raus. Ah, Kohle. Super. Kannst du dich jetzt auslassen auf dem Weg zurück? Das ist ja... episch. Nordosten ist die Richtung. Nordosten, das ist Osten, da ist Nordosten. Nordosten. Das ist ja mal ein praktisches Loot. Das ist noch eine empty pile of Fasten gesehen, Dingens, und da ist nichts drin. Sehr schön. Das ist ja schon. Eine untouched Corpse. Nochmal entgräten? Die Licht einmal zum Entgräten. Nee. Das ist ein Lootkorb. Ach, das ist ein Lootkorb. Okay, dann ist da nichts zum Entgräten. Hier ist was drin. Papier und ein Rohr. Ha, ein Rohr. Ja, ja, interessantes Deutsch. Egal. Ach so, ja. Diese Steine hier, ne? Die du immer so in der Landschaft siehst. Hä? Ich sag dir jetzt mal nicht, dass da Eisen drin ist. Nein. Das ist doch auch mal wenig. Jo. Ach, die Klumpen kenne ich mal ausnahmsweise. Das ist... Hat die Cops auch, die lachen auch schon mal andersrum. Waldbier und so. Die zerfallen nur immer so in mehrere Stückchen. Wieso ist mir kalt? Bestimmt, da unten ist ein verkokelter Freak. Ja. Wir stehen hier mitten in der heißen Zone und mir ist kalt. Na, lecker, prima. Dann werde noch Zeug einstecken. Der Paper und
der deutschen Hammer. Bin ich voll. Sehr gut. Hab ich schon was pauken hören. Die Gegend ist echt ein bisschen gruselig. Kann man dir helfen? Irgendwie so. Bläh. Muss ein bisschen Kohle mitnehmen. Kannst du noch machen? Kohle? Na hier. Achso, die Geschichte. Na, ich mag erstmal lieber das hier. Dann raus und du kannst einsammeln mit. Passt, schönes Ding. Ist das schön. Rassel, rassel, rassel. Hier liegt noch eins. Da, zack. Ach, das ist Wahnsinn, was hier so an Materialien rumliegt in dieser Bombenzone. Ja. Schau mal einer guck. Stechdosen. Hier sind noch ein paar Nahrungsdosen drin, die ich nicht wegkriege hinten im Schrank. Ja, ich bin auch voll.